Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge McAllister und schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ihr seht hier im Dutch Oven eine schöne leckere Kartoffel-Chorizo-Suppe blubbern und genau diese werden wir heute zubereiten. Passend zum Herbst wird was richtig feines, schmackhaftes. Da könnt ihr gespannt sein und das alles seht ihr jetzt nach dem Intro. Viel Spaß! Wir beginnen mit unserem kleinen, aber feinen Zutatenbrett. Wir brauchen hier heute einmal Kartoffeln, zweierlei Sorten. Einmal Süßkartoffeln und normale Speisekartoffeln. Dann haben wir hier Chorizo, so eine spanische Paprikawurst, schön in kleine Scheiben geschnitten. Wir brauchen Hühnerbrühe, wir brauchen ein bisschen Butterschmalz, wir brauchen Zwiebeln, wir brauchen TK-Spinat. Wir haben hier geräucherten Paprika und ein bisschen einen Knoblauch. Das ausführliche Rezept, wie die genauen Mengenangaben, findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung. Aktuell mit der neuen Homepage auch wieder als PDF-Datei zum Runterladen. Und vorbereitet ist heute alles. Das Ganze wird heute eine ziemlich schnelle Nummer. Und dann hätte ich gesagt, wir fangen an, dass wir unseren Dutch Oven vorbereiten. Als Spielgefährten benutzen wir heute mal wieder den Hockerkocher von Barbecue Toro und den Kasan von Barbecue Toro. Der soll von der Größe hier heute optimal passen. Ich mag das mit dem Kasan zu kochen. Und hier werden wir jetzt einfach ein bisschen Butterschmalz hineingeben und lassen den Butterschmalz schmelzen und heiß werden. Und dann legen wir los mit unserer Chorizo. Da haben wir die Pelle abgezogen und in schöne Scheiben geschnitten. Und die geben wir jetzt hier rein und lassen das Ganze hier drin mal schön gemütlich anbraten. Das Geile bei der Chorizo ist, die hat auch einen hohen Fettanteil und dieser geschmackhafte Paprika-Fettanteil, der tritt jetzt hier auch aus und wird dann alles richtig geilen Geschmack in unser späteres Essen abgeben. Ja, und dann lassen wir den jetzt hier erst einmal schön gemütlich dahin braten. Und nach ein, zwei Minütchen haben wir hier schön Farbe drauf bekommen und wir nehmen jetzt die Chorizo, geben die hier wieder raus. Prinzipiell könnte man jetzt sagen, man wird jetzt die ganze Zeit dann in unserem Süppchen mitkochen, aber da glaube ich, da verkocht mir das Ganze zu viel. Deswegen werden wir die erst kurz vor Schluss dann wieder mit hineingeben, denn unsere Kartoffeln brauchen ja doch gute 20 Minuten, ne? Und 20 Minuten möchte ich die Chorizo jetzt nicht so hart mitkochen lassen. Ich denke, das ist die vernünftigste Lösung. Und dann haben wir jetzt unsere Zwiebeln. Die gehen wir hier hinein und hier könnt ihr sehen, was wir jetzt einfach für eine schöne rote Farbe haben, die von unserer Chorizo ausgetreten ist. Mega sensationell. Dann geben wir unseren Knoblauch hier noch mit dazu. Und wir lassen Zwiebeln und Knoblauch auch mal kurz für eine Minute anschmurgeln, dass die schön glasig werden. Dann haben wir jetzt hier unseren geräucherten Paprika. Auch der darf hier mit dazu. Den lassen wir hier ein bisschen im Öl mit anbraten. Diesen Vorgang nennt man Paprizieren. Gibt nochmal richtig schönen Geschmack, wenn einfach so ein bisschen Röststoffe auch an unser Paprikapulver rankommen. Und dann können wir jetzt auch schon unsere Kartoffeln mit dazugeben. Ihr könnt jetzt entweder nur normale Kartoffeln nehmen oder nur Süßkartoffeln. Das macht ihr ganz wie ihr wollt. Aber ich habe gesagt, ich möchte das heute mal so ausprobieren, wie es in dem Rezept stand, wo ich gefunden habe. Süßkartoffeln ist ja so ein Trend, ne? Ich persönlich weiß noch nicht, was ich von den Süßkartoffeln halten soll, aber viele lieben die. Bei mir am Wagen gibt es mittlerweile auch Süßkartoffelpommes, weil einfach die Nachfrage da ist. Ich kann mir aber noch nicht 100% damit anfreunden. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. Ja, und relativ mehr ist jetzt hier schon fast gar nicht mehr zu tun. Wir haben jetzt noch unsere Brühe, wo wir das Ganze einmal ablöschen. Das ist Hühnerbrühe. Ich denke, welche Brühe das man da verwendet, ist eigentlich völlig egal. Ihr könnt auch nur Gemüsebrühe verwenden. Ja, und farbtechnisch gefällt mir das Ganze hier schon richtig, richtig gut. Später kommt dann noch unser TK-Spinat mit dazu. Mit dem schönen grünen Akzent haben wir hier dann auch gut Farbe mit dabei. Also das wird richtig super ausschauen. Aber bis dahin dauert es noch ein bisschen. Und bis dahin geben wir jetzt einfach nur unseren Deckel hier auf den Kasan oder Dutch Oven, was auch immer ihr verwendet, drauf. Und lassen unsere Kartoffeln mal für gute Viertelstunde, 20 Minuten
auf dezenter Hitze vor sich dahin köcheln. Und willkommen zurück, da sind wir wieder. Viertelstunde ist jetzt vergangen und wir schauen jetzt mal in unser Töpfchen hier hinein. Und das Ganze blubbert hier schön richtig gemütlich vor sich dahin. Und ich denke, da sind wir auf einem guten Weg. Unsere Kartoffeln könnten jetzt eigentlich schon ja, mit viel Wohlwollen auch essbereit sein. Aber denen geben wir noch ein paar Minütchen Zeit. Und in den paar Minuten werden wir jetzt auch dann unsere Suppe hier finalisieren. Wir geben die angebratenen Chorizo wieder dazu. Und für den farblichen Akzent eben unseren TK-Spinat. Gern könnt ihr auch frischen verwenden, wenn ihr da einen bekommt. Und dann werden wir das Ganze jetzt hier einmal versuchen unterzumengen. Und genau so stelle ich mir ein Süppchen vor. Schön zur Herbstzeit. Mega fantastisch. Alles drin, was man liebt, was man braucht. Und ich denke, jeder hat auch hier seine Abwandlungsmöglichkeiten, um zu sagen, wer keinen Spinat mag oder eine andere Wurst mag, kann hier verwenden, was er denn gern möchte. Und mit diesen Worten geben wir dann unseren Deckel wieder auf den Kasan hier drauf und lassen das Ganze nochmal für weitere 5 Minuten schön gemütlich vor sich dahin köcheln. Und dann hat das Warten endlich ein Ende. Unser fantastisches Süppchen ist hier fertig und wir werden uns jetzt hier einfach mal was schön in unserem Suppenteller anrichten. Oh. Und auf die Suppe habe ich jetzt richtig, richtig Bock. Das wird grandios. Ein paar Chorizos brauchen wir noch. Mega, Freunde, schaut's her. Das sieht wirklich nur grandios aus. Wer es mag, kann da noch ein bisschen Pfeffer drüben geben. Wer mehr Bums braucht, kann auch Chiliflocken drüber geben. Das macht er, wie es wollt und wie es braucht. Und dann hätte ich gesagt, ist Essenszeit und wir probieren das Ganze. Und dann werde ich jetzt hier mal ordentlich pusten, denn die Suppe ist richtig knallig heiß. Und sag dann guten Appetit, Freunde. Also das ist wieder genau mein Ding. Ich als alter Suppenkasper liebe ja Suppen, Eintöpfe in jeglichen Variationen und Varianten. Und auch hier kann man nur sagen, mega, mega lecker. Die Chorizo tut ihr Übriges, gibt einen richtig fantastischen, würzigen Geschmack hier an unser Süppchen ab. Kartoffeln machen auch das, was sie machen sollen, sind eine geile Beilage. Tatsächlich würde ich jetzt fast sagen, mit den Süßkartoffelpommes, Süßkartoffelpommes mit den Süßkartoffeln haben wir hier schon so einen leicht süßlichen Geschmack auch in das Süppchen reinbekommen. Kennt man ja klassischerweise von Karotten. Also wenn ihr es nicht besser wisst, würde ich sagen, Süßkartoffeln sind einfach nur Karotten. Also haben in etwa so das gleiche Geschmackserlebnis für mich. Ja, und alles andere ist hier richtig, richtig fantastisch. Wer Spinat mag, gibt ihn dazu. Wer nicht, der lässt ihn weg, nimmt anderes Gemüse. Man kann wahrscheinlich auch Weißkohl oder Spitzkohl, irgendwas dergleichen mit reintun. Auch Chinakohl. So viele Varianten habt ihr, aber Hauptaugenmerk auf unsere Chorizo. Mega, mega geil. Und ja, mit diesen Worten werden wir uns dann unser Süppchen schmecken lassen. Ich hoffe, das kleine Video hat euch gefallen. Wenn es so war, gebt den Daumen nach oben, einen freundlichen Kommentar. Solltet nur keine Abonnenten vom Kanal sein, hier oben könnt ihr das dann gerne jederzeit nachholen. Ich sage danke fürs freundliche Zusehen. Euer Mac Alistair. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.